herzlich willkommen in der alten Nikolaischule in Leipzig. Egal, wie man das bewertet, glaube ich, wollen wir alle Nachhaltigkeit, wollen wir nachhaltig leben, arbeiten und gestalten. Und das geht aus meiner Sicht nur mit der Wirtschaft. Es geht ja nicht darum, ist jetzt die Globalisierung oder das Globale was Schlechtes oder was Gutes. Haben wir sie. Und eine globale Welt hat natürlich auch sehr viel Kommunikation weltweit. Das hat auch wahnsinnig viele Vorteile, weil wir reden alle miteinander in einem Ausmaß, wie wir es noch nie getan haben. Das bringt übrigens auch ziemlich viel Frieden und ziemlich viel Sicherheit. Auf der anderen Seite aber haben wir angefangen, Dinge zu globalisieren und weg und aus der Hand gegeben, die wir besser eigentlich näher schaffen wollen, weil letztendlich ja, wir in der Region ja natürlich auch Fläche haben, wir haben auch Ressourcen, die wir offensichtlich zum Teil gar nicht mehr nutzen. Und was wir jetzt eigentlich haben, ist, dass wir zwar einen Verbraucherschutz haben, der auf dem Papier steht, der aber von einem Skandal in den nächsten jagt.